Ah. Wurscht, jetzt seht ihr doch. Willkommen zurück zu Mass Effect 4 und ihr seht doch wieder so lokulös, weil ich zu früh auf Aufnahme gedruckt habe. Ja, verklagt's mich. Ja. Okay, also. Rudin, was kannst du eigentlich? Schimmeln. Brot kann schimmeln. Was kannst du? Ja, es, gut, da haben wir das Y. Ach ja. So, das Y kann dann auch noch. Y, das kann dann auch noch dahin. Gottverdammt. So, dann haben wir, was haben wir denn da? Diesen merkwürdigen Bagel oder was auch immer das darstellen soll. Y. Ja, das kann dahin. Das ist richtig. Das zeigen wir noch nicht. Du kannst jetzt auch noch das letzte Y unterbringen. Ja, aber mach vorher gerade mal die fertig. Moment. So. Das letzte Y, oder mal Y haben wir, da haben wir uns drin, da haben wir noch keins drin. Y kann dann da nicht sein und, ja, ah doch, da ist uns, okay. Gut, dann haben wir diesen merkwürdigen Kringel, den haben wir da auch. Da wissen wir es noch nicht, den können wir da unten hinsetzen, dann können wir da hinsetzen. Was fällt da noch? Warte mal, das sind die Felder. Haben wir schon, haben wir noch nicht. Das musste mal daher. Haben wir schon, noch nicht. Und da kehrt alles Ding hin. Perfekt! Tada! Rechts, wo wir einen Fehler drin gehabt, verdammt. In der Mitte, du hast in der Mitte einen Teil doppelt gehabt. Ah, crap! Nee! Doch. Und wo kriegt man diese Remnant Decryption Keys her? Langsam habe ich keinen Bock mehr auf die Dinger. Mann, sie sind ja nicht schwer, aber sie sind einfach wahnsinnige Zeitfresser. Ich glaube, die kannst du bei manchen Händlern kaufen. Aber das wäre echt eine Geschichte, weil. Mann, im Endeffekt sind es wirklich nur Zeitfresser, gell? Hm. Gut. Jetzt können wir das nochmal machen, der Kringel. Anstatt, dass du was sagst. Oder ist es dir als Spot? Mir dann aufgefallen, als du schon dabei warst, auf ein Ding zu drücken. Oh, mei. So, Y. Y. Dann kommt's da noch hin. So, was haben wir noch? Diesen Kringel. Den können wir da her tun. Den Kringel können wir auch noch da her tun. Man dann noch, halt noch, das Zeichen, das geht da her. Da fällt jetzt nur noch, das, ja, das. Cool. Das fällt auch da, das fällt auch da, fällt auch da, das fehlt auch da. Da. So, was fällt da noch? Das haben wir auch schon, und nicht, da. Das. Und das fällt auch da. So, jetzt passt so. Damit dürfte jetzt alles kommen, korrekt. Ja, geht doch. Du hattest halt wirklich das Teil genau in der Mitte, genau in der Mitte. Ja. Schlimmeres. So, Nummer 1, dann haben wir Nummer 2. Dann bei Nummer 3 noch einmal so zurück und holen wir uns die Power Station an. So, jetzt müssen wir gerade mal schauen. Das ist genau die falsche Richtung. Ja. Bei nächster Gelegenheit, bitte wenden. Oh, bitte sehr, das war die Gelegenheit. Dann ist er halt wieder zurück. Und wieder unten rein. Juhui. Ja, Vorwerk hat er gut, also die Stoßdämpfer und alles. Die Federung, ja. Ja. Wobei ich glaube, manchmal schleift er auch über den Boden. Ach, das geht schon. Das ist Salaria. Das ist Salarianer, sind da irgendwie die Russen im Weltall, also was soll's. Das hält. Nee, eigentlich. Salarianer sind eher die Deutschen im Weltall. Kroganer sind eher die Russen im Weltall. Ja, du hast vollkommen recht. Vor allem, er schreibt zwar 120 km/h hin, aber es fühlt sich überhaupt nicht an wie 120 km/h. Also, finde Geschwindigkeitsgefühl hast bei dem Fahrzeug gar keins. Nee. Weil sind die Salarianer wirklich so sehr die Deutschen?
Eigentlich sind die Salarianer ja ziemlich, ziemlich gut die Briten, denn sie lassen die ganze Zeit andere Leute für sie verrecken. Battle for Britain much? Der Beacon? Warte mal. Ist denn da? Nein. Ja, die andere Remnant Zeit, die links neben dir. Wenn du jetzt direkt 90 Grad nach links fährst. So etwa? So, ey, Wheel. Handbremse aktivieren. Hä? Ton? Hä? Ton? What? Ich krieg keinen Ton mehr. Warum? Ich weiß nicht. Ich krieg keinen Ton mehr vom Spiel. Merkst du es? Steig noch mal Nomad ein. The fuck? Huh. Okay. Gegner töten, speichern, Spiel neu starten. Klingt so danach. Wär's erst einmal neu laden und dann speichern. So. Ja, das könntest du auch erst. Save Game. So, dann machen wir mal Load Game. Oh. Warte mal, was ist denn da los? Sag mal was. Ja, was? Was? Jetzt höre ich einen Rausch. Ich hab bei OBS einen ziemlichen Pegel da. Machen wir das Spiel aus? Nee, der OBS-Pegel ist immer noch da. Klingt jetzt auch gerade ganz anders. Als ob die jetzt, jetzt ist weg. Bei dir das Mikro. Klingt jetzt wieder normal? Mikro verstellt hat irgendwie. Klingt jetzt wieder normal? Dieser Pegel ist jetzt. Nee. Nicht? Also der Pegel bei OBS ist klingt's weg. Klingt irgendwie so dumpf. Dumpf? Ja, so dumpf. Nee. Oh. Nö, sollte eigentlich nicht der Fall sein. Okay. Zumindest hat sich dieser Pegel da vom Spiel wieder verzogen aus dem. Das passt. Aus dem. Ja, bei OBS war da bis dahin ein Pegel drauf. Ja, und der ist jetzt wieder weg, nachdem das Spiel. Ja. Hashtag programmiert die Scheiße fertig. Aber das wäre doch langweilig, ein fertiges Spiel zu spielen. Ja, es ist. Dafür könnte man hier gleich 60 Euro ausgeben. Oder ein Spiel spielen, war Grundfunktion des Spiels zerpackt. Da! Ja, wir haben wieder Ton. Warst. Ja, wir haben wieder Ton. Dann kann ich mir nochmal einen weiteren Tee eingießen. Wir können ja irgendwann mal Empire at War mit Mods in einem Multiplayer-Gefecht spielen. Ja. Es gibt ja so schöne Mods wie Phoenix Rising. Ich hab Empire at War halt noch nie gespielt, ne? Nur als Info. Es ist toll. Spiel es einfach. Spiel es einfach. Jawohl, spielen. Spiel die Empire at War-Kampagnen durch, die Imperium und Rebellen-Kampagne, spiel die Forces of Corruption-Kampagne durch und dann lade dir Mods runter. Ich kann dir dann irgendwann mal eine Liste geben mit Mods, die ich empfehlen kann. Oh, Bane! Stop it, yo! Ich bin böse! Ja, ihr habt dann Beacon, die sollen investigaten. Bin ich da überhaupt richtig? Was kommt denn, Alter? Was soll ich denn da tun? Spring doch mal drüber auf die andere Seite von der Kiste, dem Stein, neben dem du gerade standest. Da. Nein. Hä? Etwas weiter da, genau voraus. Hier. Links, 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 links. Jetzt da. Ah. Hey, human. You got a death wish? Nö, eigentlich nicht.
not as far as I know. Who's this? Helga, Resistance. I'm hiding in a sniper nest 2 clicks from you. You're standing in a cat minefield. Didn't you notice the warning marker? Obviously not. That would explain the source of the unusual reading I detected. A coded beacon. Can't believe you didn't trip any mines. Don't know how you'll get out in one piece either. Scanning ought to show where the mines are buried. You don't have to disarm, just set them off. Ammo works. Better work fast. Cat patrols pass through pretty often. If you don't make it, I'll let the base know where to find your remains. Ich kann mir das gerade wirklich so vorstellen. Hockt da so ein Sniper in einem Sniper-Nest? Ey, übrigens, du bist in Minefield. Okay. Und setzt sich wieder gemütlich an seine Sniper hin. Mine down. Up. Hat man das mit dem Minefield nicht schon auf Kadaver? Ja. Mine down. Up. This is kind of fun. Disarmed permanently. La 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 la. Das war das einmal. Alter, die Panzer sind ja unter aller Sau. Das war mein Bein. Das repariert sich der Nomad da wieder selbst? Glaub nicht. Ja, doch. Deine doch, schau. Schau. Schild geht wieder hoch. Ja, das Schild regeneriert sich. I wonder if we'll ever see a so-called golden world that won't be complete death to live on. Nice. So, sind entkommen. Sollen wir schauen, passt das? Ja, da wollen wir hin und dann erst runter. Okay. Ja, du willst zu diesem riesigen Monolith, der da neben dir steht. Das ist komplett richtig. Jetzt ist die große Frage. Der Eingang ist irgendwo. Wo vielleicht? Genau unter dir. Oh. Diese Federung, die ist toll. Ja. Das soll so, das ist soll so, das. Aber das Ding jetzt einmal auf Mobil, ja. Also, dass ich es auf Mobil umstellen kann, das Upgrade hat sich ja schon jetzt, hat sich jetzt schon gelohnt, so. Jetzt scannen. What the f. Okay. Wait, das ist. Zweigen. Das eine dippelt da hinten hin. Die eine und die geht darauf, okay. Was haben wir da? Iridium. Iridium! Iridium Rex, mein Name. Iridium. So, jetzt ist die große Preisfrage, wie kommen wir da auf? Doch, was soll das stempeln wieder mal? Na komm. Na komm. Raudi. Ja, Vetrush steht natürlich schon da. Kannst du mir gleich sagen, dass ich scheiße bin? Juhu. So. Bitte nicht noch einmal. Ah, ihr Wichser! Oh Mann, ey. Nee, das ist doch. Das ist doch pure Zeitverschwendung. Okay. Ich spiele mit. Die ist. Ja, geil, Alter. Das ist aber. Das ist ein bisschen kniffliger jetzt dann. Ben, wenn du was siehst, mach nur. Ja, ich sehe was. Ja, mach. Dieses Dreieck was. Das muss dahin und dann muss das, hier. Ja. Also, mach weiter. Ja, das, was ich da eben hatte, muss da hinten. Das. Tja. darunter, das heißt, das kann nur noch dahin. Nee. Ne? Wo haben wir das Zeichen? Da ist es. Gut. Immer da, ist aber da. Sag mal. Achso, das sind ja. Boah, das sind verschiedene. Das sind verschiedene. Das ist jetzt aber echt nicht mehr hilfreich. Das muss er daher. Ja, das ist, also. Das ist echt nicht hilfreich.
Das untere Dreieck da, das muss dann auch dahin. Oder dieser merkwürdige Strich. Dann muss der auch dahin. Und da muss er dahin. Mal kurz? Ja, warte, gib mir das noch. Jetzt. Jetzt? Dann muss. Ah, nee, doch nicht. Ah, nee, hat sich erübrigt. Da oben ist ja nur noch eins. Hab zu viel gedacht und ein rotes Zeichen nicht gesehen. Ja, praktisch. Jetzt haben wir die da. Ist er da? Ist er da? Ja, super. Nee, mal schon. War schon. Noch nicht. Das? Da kommt alles mit den zwei Strich oben hin. Nee, das kann er nicht hin. Nee? Nee? Nee. Scheiße. Haben wir da einen Fehler? Ja, denn... Das da? Das nee. Muss dahin? Das macht... Bleibt mit dem wieder. Die ganz untere Zeile geändert sein? Ah, warte mal. Das kann da gar nicht hin. Hast was? Und wir resetten nochmal. Hast was? Wir resetten das Ganze noch. Okay, also. Machen wir wieder den Anfang, weil die Mitte ist ja ziemlich eindeutig, was ins Kreuz der Mitte muss. Ja, also wir haben. Da muss wieder das, was. Warte mal. Ja, da ist. Na, komm, das zweite, das, was da hin. Das letzte muss nach in die untere in der Mitte. Ja, soweit stimmt es aber sicher, ja. Gut, dann haben wir das E, haben wir da. Dann können wir da unten in die Mitte schon mal das nächste Teil packen. Warte mal, das E können wir auch schon schreiben, das ist da. Mhm. Und das ist da. Und unten in die Mitte können wir auch einen Teil packen, nämlich hier das Dach. Das da. Ja, das. Ja. Stimmt, die Regel gibt es ja noch beim Sudoku, ne? Die Regel gibt es ja auch noch. Ja, da war ja was. Gut. So, dann haben wir aber da das gleiche. Da fällt auch noch das. Und dann können wir das Castle auch fertig machen mit. Na, es hätte sogar gepasst. Im zweiten? Das da ja. Zwei. Gut, dann haben wir das zweite auch da. Und auch da. Da. Das heißt, da fällt. Damit ist das zweite jetzt vollendet. Haben wir das mit dem Doppelstrich. Mit kannst du da sein, kannst du da. Doppelstrich haben wir auch da. Das heißt, unten in was die Ecke dahin? Muss auch Doppelstrich. Warte mal eine Sekunde. Das fertig machen schnell. Ja. Das passt. So. Ja, das. Unten in die Ecke muss Doppelstrich. Dann da, warte mal, was haben wir? Fällt da noch? Das hat Dach. Da gefällt. Und da fällt. Und da muss das E. Nein. E. Das. E. Das da. Das da. Ha! Ja doch. First try! wir cutten einfach den Rest raus. So wie der Lego Batman. Er hat 800 Exe später. First try. Das ist so geil. Ach, ja, das ist Lego. Boah, Alter. Okay. Vielleicht solltest du den Spurassistenten anstellen. Aha. Alter! Ah. Du rutschst so schon genug auf dem Eis, du musst es nicht echt gerade provozieren. Brutal ist das. So, da fahren wir jetzt eigentlich eben mehr oder weniger auf das Fragezeichen zu. Wie ist denn das? Könnte man eigentlich gerade nochmal dahin fahren, ne? Wenn wir schon dabei sind. Mal gucken, was es ist. Heads up, Remnant side ahead. I don't care. Warte mal, das ist die Remnant side gewesen? Das ist eine Remnant side. Aber keine, wo es wirklich Loot gibt. Es sind einfach nur ein paar Bots. Wo ist denn die richtige Waffe? Hallo? Ach, das ist schon die. Ja. Reacher! Wohin denn? Wo gehen denn die Schüsse hin, bitte? Jo, das war schon das Ganze. Nice. Ja. Hat sich ja gelohnt. Volle, Alter. Jetzt follow the laser point. Cool, mach mal so, als wenn du eine Katze, Echse wärst. Folge deinem Schwanz! Ja, aber folge ihm! Okay. Achtung, Minenfeld. Oh, jetzt schon wieder. Oh, Igor.
Wenn man schnell genug ist, erwischen sie einen vielleicht auch nicht. Ja, anscheinend. Nein, down, up, das ist keiner Fun. Das Problem ist, die haben ja halt genau einen Satz gegeben und dann viel Spaß. Die haben mir zwei Sätze gegeben. Ja, was ist. Es nutzt sich ein bisschen die ab. Ja. Wenn wir davon wieder Sudoku haben, dann wird's anstrengend. Juhu! Na doch, jetzt. Ui. Nee, das Juhu, das kommt nur auf dem Asteroiden. Oh ja. Na? Weil das kommt nur, wenn man wirklich lang genug fliegt. So. Schaut schweinegeil aus. Schaut richtig edel aus mit diesen Eissäulen. Allerdings. Ja, warte mal, ich parke mal das Vieh. Geparkt! Warte mal, mach mal rückwärts. Dann kommen wir wenigstens halbwegs sicher wieder raus. Also was man auf jeden Fall gar nicht machen darf, ist auf dem Eis in der Kurve den Boost aktivieren. Oh boy. Ich glaub, das sollte mal reinfahren. Ich glaub nicht, dass das geplant war. Vor allem rückwärts. Hat man nicht in der Bibliothek irgendwann festgestellt, in deinem 1-10-Dinge-Video, wenn man rückwärts irgendwo gegen kracht, gibt's weniger Damage? Und ja, du musst nach oben. Oh, nee. Für manche der Glyphen. Hä? Wer runter? Eine ist hier unten. Müsste da irgendwo sein, ja. Passt. Nochmal die. Und ich glaube, die anderen beiden sind oben. Und du kannst es halt erst nutzen, wenn. Naja, das ist oben. Musst du da jetzt raus, oder? Ja. Ja, du musst raus. Nee. Doch! Hör auf! Nein! Doch! Oh. So, kommst du jetzt noch hier durch? Das passt! Das passt nicht! Wie du sagen? Steckt! Wenn es einmal funktioniert hat. Rückwärts ist das neue Vorwärts. Ja, das ist korrekt. Naja, ich glaube, es liegt daran, dass du einfach dass du hinten die Raden hast. Mhm. Dass hinten die Antriebsachse ist. Ja, das ist schlimm. Im Vierradmodus. Und die zieht dich halt einfach durch. Ja. Das ist doch vorne erst, oder? Drehen, drehen. Eins da und. Nice. Da. Das Beste war, ich bin hier hingegangen zu dem Monolith. Ja? Ich bin runtergegangen, bin hochgegangen, hab das erste oben gescannt, bin wieder runtergegangen, hab dann festgestellt, dass das zweite auch nach oben ist. Oh. Das ist bitter, ja. Das war so richtig schön verplant. Ja. Oh, ich sehe zwei Leitungen, die von hier unten hoch, die von hier unten weggehen. Gehe ich mal zur ersten, die ist hier unten. Gehe ich mal zur zweiten, die ist oben. Okay, jetzt habe ich beide gelöst. Jetzt kann ich runtergehen. Hä, wieso ist da immer noch ein Fragezeichen? Mhm. Ist das Fragezeichen jetzt die Glyphe? So, wir. Yay! Das ist eindeutig leicht. Oh, das ist leichter, da ist schon viel mehr geben. Na gut, also denn, wir haben diese. Okay, wir haben diese Dinger. Ah, das geht schon.
Dann haben wir die zwei ausgeschlossen. Warte mal, mit das, das, das. Dann muss es dahin. Dann muss es auch noch dahin. Und damit haben wir das fertig. Fertiger. Gut. F, das O. Das die E. Die E's bieten sich an. E's. Das E in der Mitte kann ich dir schon verraten, wo es ist. Da E? Warte mal, es gibt E's. E? E. Lass mich mal. Ja. Weißt du nicht, was du gerade als E identifizierst, aber. Ah, das. Das hier, Das Ding. Oh, okay. Ja, gut, wenn's. Wenn so eindeutig ein E. Damit hast du jetzt vier E's, damit kannst du das fünfte E auch noch finden. Vollkommen korrekt, dass das ein E ist. Wirklich? Da gibt es noch ein E. Ja, da. Okay, ja. Das ist doch eindeutiger E, das sieht doch ein Blinde. Ja, E. Vielleicht ist ja, Bad Pun, ey. Vielleicht ist es auch ein französisches E. Ja. Was fällt denn noch? Oder so ein AE. Oh. Aber das erste hätte schon gepasst. Ja. Ja, das erste hat schon gepasst. Gut. Dann haben wir den Kringel da, der Messer da noch her. Okay, das ist das zweite. Ich finde es auch super, dass die das dann von Rätsel und Rätsel immer durchmixen auch noch. Weil es ja noch nicht geschissen genug war. So, was fällt da noch in der Reihe? Das passt. Gut, da fällt das nicht mehr. Das fällt. Da fällt. Das kommt dann auch noch dahin. Der Kringel. Und da fehlt auch noch der Kringel. Und geht doch! Tada! That did it! Nice going! Nice! Na dann, ab zum Entrance. Ab zum Vault. Warte mal. Damit haben wir in den letzten Folgen zwei Vaults geklärt. Wule, bitte das der zur WhatsApp-Grippe hinzufügen. Aha. Dann werden wir das einmal schnell machen. WhatsApp. Das ist die DSA-Gruppe. Na, Truppe. Dann. Gruppeninfo. Blablab. Wo macht man das? Teilnehmer hinzufügen, na bitte. Mal den 80er. 80er! Das ist so geil, wenn er das da anruft. Jedes Mal geht's los. Ah, der 80er! Warte, wie habe ich denn den eingesperrt, den das da? Ach, und da. So steht er nicht drin. Wo steht denn der drin? Das da? Ja. Hinzufügen, bitte warten. Na bitte, das ist jetzt in der Truppe drin. Tja. Wo ist The Entrance? Da ist The Entrance, okay. Entrance. Wo ist denn da eigentlich noch auf dem Weg? Warte mal, das holen wir uns vorher noch. Forward Station. The Entrance. The temperature decreases. So, Heilrad und ran. Easy! Ich glaub, das soll so. Hä? Hey. Und sogar richtig. Ah, noch fahren. Juhu! Da ist er. Activating automated forward station deployment. Hinter dir. Ja, interessanter. Ja, ihr habt das alt gedruckt fürs Schauen. Hat aber wohl nicht gestimmt. Ja. Das? Ah. Okay, dann. Warte mal, was haben wir da? Go to Cat Facility. Ah. Ja, dann. Was nicht? Du erst den Vault machen? Ja, machen wir erst den Vault. Ja, machen wir mal den Vault. Machen wir mal den Vault. Jetzt haben wir fast keine Planeten mehr, wo wir einen Vault machen müssen. Einen einzigen hätten wir noch, oder? Oder haben wir den auch schon? Kadara haben wir fertig. Überlegen, wir haben Aladdin, wir haben Eos, wir haben Haval. Oder haben wir Haval? Ja, und Kadara haben wir. Kadara haben wir und dann den hier. Das ist dann der letzte. Ja. Ja, und im aktiven Vault auf Dings waren wir ja schon. Ich glaube, ja. Auf Angara-Planeten. Mhm.
nix Enemies, das sind Towntowns. Schon edel aus. Na denn? Ab in den nächsten Vault. Sesam, öffne dich. Environmental temperatures are within acceptable limits. Life support is back online. Ja, der Effekt vorher, wenn der Bolzen zum Zappeln anfängt, würde es mir nicht wundern. Okay. Jo, na denn. Let's get this place up and running. Kann es sein, dass da drin ein bisschen frisch ist? Well, we turned the power on. You'll need to locate the console to activate the purification field pathfinder. Erstmal hier oben gibt's doch die Konsole. Es ist deine Türkonsole. Pathfinder, that will affect your shield. Ah, angenehm. Ah, da drin ist es warm, aber ekelhaftes Schild. Na, das sind doch die guten, oder? Oder? Sind das die guten? Ah, stimmt, das ja, sind die das guten. Ja, die leuchten noch hell. Und die leuchten hell, stimmt. Warte mal, da oben schaut eigentlich gut aus. Ein Weg oder zweiter. Nein! Was? Sind wir doch noch gut gelandet. Betrug! Ja, aber du wärst nicht mehr hochgekommen. Mir doch scheißegal. Okay, da war noch einer. Geht doch. Links daneben, rechts daneben, Durchschnitt getroffen. Genau. Das ist aber gut, ja. Das ist schon das Kern? Das ist ja... Sollten wir uns mal wärmen. Sagen wir es so, eigentlich ist dieser Vault ja so gedacht, dass das vielleicht der zweite Vault ist, den man macht. Nachdem auch, Ding hier. Ja, stimmt schon. Ja, stimmt, wir haben es halt nicht ganz in der richtigen Reihenfolge gemacht. Nee, so nicht ganz. Oh crap. Oh crap. Yo, er schaut so edel aus. Das passt. Und wie sich dann auch wirklich alles auf dunkelrot verändert. Die ganzen Feuer. Das schaut, also das muss man doch einfach mal genießen, oder? Schaut doch edel aus. Was passiert eigentlich, wenn man im Nebel drin stehen bleibt? Probieren wir es aus? Hab ich nie ausprobiert. Probieren wir es aus! Boah, schaut schon bedrohlich aus, ha? Huh? Oh. Sieht so schön aus, ich öffne meine Arme für dich. Das ist alles so die Wetter. Weiter. Maybe we should. What about going? Oh. 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 Okay. Oh! Auf einmal spritzeln und die sind tot, oder was? Hier, wir haben... Der Rand vom Bildschirm verfärbt sich. Aha, okay. Ja, jetzt stirbst du. Ja, wir kriegen halt Schaden, ne? Aber auch nicht schlimm unbedingt. Okay. Nee. Gut. Ich hab gedacht, wenn man da reinkommt, dann stirbt man sofort. Ja, hat aber cool ausgeschaut, also
Ja. Ja, ist okay. Axis Threshold 10. Oh, nice. You have AVP Outstanding Pathfinder. Sitting on Welt. Das heißt Welt. Mann, OE. Entschuldigung, dass es aus Ö ausspricht. Ich bin halt jemand, der Österreichisch spricht. Very good, very good. Do it. So. Und was hat er gelabert? Air temperature has increased by 13 degrees since activating the vault. Ja. With the reduced cloud cover, solar energy will escalate dramatically. Our people can start a life here. Yay. Globale Erwärmung. Jetzt kannst du ja mal gucken, wo es eine Outpost-Zeit gibt. Ob das schon markiert ist. Du meinst Outpost-Zeit? Ah, ich glaube, du hast... Achso, Outpost-Zeit, na, das ist... Ja, es ist bei einem der Punkte vielleicht... Trigger, Caches, PB... Warte mal, PB? Oh! Trigger... Ah, da bitte, ja, da haben wir es ja. Und können, sind wir ja gleich in der Nähe, können wir gleich mal den Outpost machen. Können wir den jetzt schon machen? Ja. Was? Du hast die Quest Locator Outpost-Zeit. Ja, Locate, aber das heißt ja noch nicht, dass wir das bauen können. War ja auf Kadara das gleiche, da haben wir ja ewig immer scheißen müssen. Wollen wir schon ewig gewusst haben, wohin oder nicht. Hol dir mal das gerade ein. Was? Was? Auf Kadara. Aber auf Kadara haben wir ja das gleiche Problem gehabt, oder? Dass wir auch schon ewig gewusst haben, wo die Zeit ist, aber nicht machen können. Oder hol dir mal das gerade ein. Auf Kadara wusstest du, wo die Zeit ist, konntest es aber nicht machen. Hier ist halt die Frage, ob du es machen kannst oder nicht. Das ist dann das Äquivalent zum Sinkhole oder was? Es trifft ihn mit militärischer, ja, so mit militärischer Präzision, trifft ihn das. Das ist dann der Eissarlak drin. Sarlak. Der Echo-Server, auf dem ich spiele, ist halt der von einem Streamer, von der Community. Und jetzt gestern in seinem Livestream war das so witzig. Er ist ein bisschen rumgegangen, hat gesehen, wie wir überall so schön gebaut haben seit letzten Sonntag. Und dann ist er an eine Stelle gekommen, wo einfach so ein kleines Loch im Boden war, so ein paar Block tief und so. Hat gesagt, ja, das Loch muss irgendwann nochmal zugeschüttet werden. 10 Minuten später hatten wir alles an Erde rangekarrt und das Loch zugeschüttet. Was ist das für ein Spiel? Echo ist so ein bisschen Minecraft mit vernünftiger Ökologie, also wenn man eine Spezies ausrottet, dann ist sie ausgerottet. Und wenn man eine Pflanzenart ausrottet, ist sie ausgerottet. Na dann. Ja, und wir haben da tatsächlich... Hallo wieder, Director. Wie close are you keeping tabs on me anyway? As close as you'd expect, when you're inserting us into local concerns. Real talk, Pathfinder. Aya's Governor Shai is already up my ass about this outpost. If local Angara weren't on board, we'd have a problem. We are good, right? As much as you've brought us, we can't afford to anger the neighbors. Yeah. Procedure was followed, as I invented it. Don't worry. Awesome. We need every drop of viability, especially after this kept facility. Vold helps. Cold as it is, it changes the world in our favor. But the initiative needs you to find more. We're never really done, of course. Survival isn't something that just ends. Time for the uncomfortable bit, Pathfinder. Was? Survival just ends? Das fällt sich, glaube ich, tot. As much as anyone. Welt! Ja. Wie ist denn die Procedure? Wie ist denn die Procedure zum Aufbau eines Outposts? Ja. Activate Vault, build Outpost, dann finish. Na, Activate Vault, build Outpost, smoke cigar. Aber wir nehmen das gar nicht ernst. Gut. Weil ich stehe echt auf diese Dinger. Das glaube ich, habe ich eh schon dreimal gesagt, aber es ist so. So, was kann man dann noch machen?
Priya Blake und Memory Triggers. Ja, warte mal, dann werden wir mal mit der Anne noch quatschen. Ja, und was ist, wenn wir. Ja, und dann schauen wir, dass wir den Planeten so gut wie es. Pisst der Butt aus. Und dann schauen wir, dass wir den Planeten so gut wie es möglich ist zum Fertigkriegen, hä? Ja. Was ist das Problem? Ist es die Cat? Nein, zumindest glaube ich nicht so. A few of my drill technicians went missing on a research expedition west of here. We've tried their comms, but they're nothing but static. Warte Sekunde. Ihr habt diesen Outpost literally vor ein paar Tagen errichtet. Vor ein paar Minuten gebaut. Ja. Und ihr habt sie jetzt schon... die ersten Leute missing. Oh. Do you know where they were headed? Amateure. We know the route, but we lost their tracking signal halfway through. I don't know how far they got. We tried to look at their research notes, but the data is corrupted. We have zero leads. I was supposed to keep these people safe. I've already failed them. Ja, nice. I will find them. I'll find your people. Coming from you, I believe it. Their research log is in the lab. Maybe your AI can piece together the corrupted data and get a nav point. Bast. I should head out. In space. Good. Gut, denn. Na, immer noch nicht? Was? Search Lab for Clues, okay. Very good. Gut, gut. Vorteil, das haben wir so gern gemacht. Gut. So. Was sollen wir jetzt Blues Clues spielen oder wie? How far did the drill techs have to dig? Nee. Hä? Ah. Altes Labor. Ja. Geht, erklärt dann einiges. Jetzt der Bunker da sein. Möglicherweise. Mhm. Da ist eher Marker irgendwo. Glaube ich. Wahrscheinlich ist das der andere Eingang gewesen, der da. Ja. Beta Bad. Jetzt nicht eine Etage höher. Sam, you get anything from this mess? Analyzing. It seems most of their data comes from a single nav point. Updating now. Ja, nice. Gut. So, denn hinter uns. Hm? Jo, das ist aber das also das ist ein schönes kleines handliches Schüsselchen. Ich glaube, die haben gutes Internet. Frage ist, kriegen die da Amazon Prime Lieferungen? Ah. Bestimmt schon, aber ich glaube, bitte einen Tag One Day Delivery. Das wird schwierig werden. Ach, die machen das. Gut. Amazon Prime kann alles. Ja. Ich würde trotzdem sagen, kann wir alles weiß, alles extrem reizbar. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen da in die Facility. Ja. Immer noch, ich will da rein. Hey, komm schon, gib Gas, du alle Kisten. Ist überhaupt der richtige Graben? Nein? Nein. Brauch mehr Upgrades für den Kübel, dass der Boost länger halten dauert. Uhuhuhui. Ja doch. Das schaut ja interessant aus. Es ist eine Brücke. Ah, was? Ich hab gedacht, das ist ein Regenbogen. Aber danke, dass du sagst, das Ben. Es ist eine Brücke. Es schaut interessant aus. Das ist eine Brücke. Where there's cat, there's trouble. We have to deal with this. Das ist literally eine komplett nutzlose Brücke. Oder was? Warte mal, es gibt hier eine Quest. Handbremse. Flap Anker raus und los. Irgendwie muss ich bei den Typen immer erneut denken. Explosives. And this looks like some kind of cat detonator. What were they doing? I say we search the area. Oh, that's too trick. Könnte es sein, dass die versuchen, die Brücke zu sp- Ja.
Ja, gut. Möglicherweise. Dann ist jetzt bloß die Frage, haben die das unten angebracht? Wo haben die das angebracht? Ah, ja. Ja, wo haben sie es vorhin? Those cat definitely plan to destroy the bridge. There could be more explosives, Pathfinder. Might I suggest finding and disarming them all? Ja, you might. Du musst ihn noch disarmen, Ding. So. Ja, ich bin halt davon ausgegangen, dass der das per WLAN macht. Oder ist das noch Bluetooth? Ja, was jetzt? Musst dich schon davor stellen. Ja, ich wollte nicht unbedingt dabei fallen. Easy. Easy there. Look at it, Rider. So we could have done this in half the time. There, look, another explosive device. Wonderful. Kann den Dialekt nicht, das geht, ich krieg da nichts an. Nee, es ist schottischen Dialekt. Geht. Ich finde, der ist auch schwer. Hm. Aber wenn man halt einen schottischen Dialekt hat, dann. Man klingt einfach so edel. Ja. Man klingt nicht so pleb, nicht so wie ein American Pleb oder wie so ein hochmäßiger. Wobei Hatte, ich finde, die Dings klingen auch noch extrem nett, die Neuseeländer. Die haben auch einen netten Dialekt. Ja. Wo ist das Ding? Wo ist es? Also such! Sprengstofffund, such! Mhm, paff! Gefunden! Such! Gefunden! Das war das Platin, nicht die Bombe! Ja, aber genau so. So, du hast jetzt die Bombe eingesammelt und das Platin disarmt. Bomb! Entschuldigung! Sehr schön. Dann... Ja. Wie es in der Cat Facility aussieht. Ja, fahren wir noch hin. Halt der nächsten Folge. Ach, fahren wir wenigstens noch hin in die Richtung. Na gut, dann fahren wir noch hin. Aber mehr Content in der nächsten. Content. Do it for the content. Juhu. Do it for the plot. Apropos Plot. Do it for the Nomads and Splittering on the Ice. Apropos Plot. Du kannst ja mal kurz hier aussteigen. Warum? Und dort mal dich umgucken, denn ich glaube, hier gibt's ein Delta-Pad. Okay. Space. 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 Ja, machst du wohl mal da weiter? Genau, was ich sagen wollte. Apropos Plot, ich glaube, wir müssen mit dem Heider Berserk weiter schauen. Da ist ja bei der letzten Folge ab 8 Kilo Plot in der Gegend rumgeschwabbelt. Ich meine, Casca und die, Gott, wie hieß sie, die andere Schickse in der Gegend umernockt, umergrennt, aber durchgehend, weißt? Jo. Will nix hören. Jesus! Aber gründlich. Geschrubbt. Videogame-Klischee Nummer 1. Red Barrels explode. Ja. Rufzeichen. So. Almost there. I'm almost there. Bin fast da. Bin fast da. Was right. Lots of signs of kid activity. Tja, da machen wir jetzt morgen weiter. Ciao, Leute. Tschüss.